Liebe Landwirte, auch heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf Agrar heute TV begrüßen. Diesmal geht es um die Preisentwicklung am Markt für Stickstoffdünger. Die Preise für Harnstoff haben sich im April und im Mai an den internationalen Märkten behauptet und sind in Deutschland sogar gestiegen. Ursache für die festen oder steigenden Preise im April und Mai war der zwischenzeitliche sehr scharfe Preisanstieg bei Ammonium und verschiedenen Mehrnährstoffdüngern. Für den Juni und vor allem für den Juli sind die Preisangebote der internationalen Hersteller für Harnstoff und für die meisten anderen Stickstoffdünger schon wieder deutlich niedriger. Der Hauptgrund für den am Markt erwarteten Preisrückgang ist der Beginn der Niedrigzollperiode beim größten Harnstoffanbieter China. Händler berichten, dass China für Juli granulierten Harnstoff zum Pfobpreisen von etwa 260 US-Dollar, das entspricht etwa 190 Euro, anbietet. So billig war Harnstoff zuletzt vor etwa 4 Jahren im Sommer 2010. Außerdem nimmt im Juni und Juli eine Reihe von Herstellern die Produktion von Harnstoff und Ammonium nach technisch und politisch bedingten Unterbrechungen wieder auf und sorgt damit für einen deutlich besser versorgten Weltmarkt. In Europa und Deutschland hat zudem der sehr frühe Start der Feldarbeiten in diesem Frühjahr in Verbindung mit der Verknappung von Ammonium zu kräftig steigenden Preisen für Kalkammonsalpeter gesorgt. Hinzu kam auch in Europa der technisch bedingte Ausfall von Fabriken, zum Beispiel in Belgien. Auch die übrigen Stickstoffdünger haben sich daraufhin stark verteuert. Außerdem haben sich Händler wegen der stark schwankenden Preise zuletzt kaum noch bevorratet. Der deutlich früher als gewöhnlich einsetzende Nachfrageschub im Frühjahr in Verbindung mit den Lieferengpässen wegen der knappen Vorräte führte dann zwischenzeitlich zu einem raschen und kräftigen Anstieg der Preise am deutschen und europäischen Markt, der nun aber wieder deutlich nach unten korrigiert werden wird. Weitere ausführliche Informationen zum Mineraldüngermarkt und zu den Preisen finden Sie im Marktkompass. Damit möchte ich mich diese Woche von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.